Zur zweiten Liga. Da ist zurzeit alles beim Alten. Der MSV Duisburg erster vor Schalke 04. Und der MSV, der ist tatsächlich in Superform. Am Freitag gegen Rot-Weiß Essen ein tolles Spiel. 4:2 Sieg mit Freistoßtor von Heißan und diese Liebeserklärung an den Ball. Wir haben uns gedacht, wer so zärtlich mit seinem Sportgerät umgeht, der muss einfach Studiogast bei Tele West sein. Herzlich willkommen, Ferry Schmidt, Stürmer beim MSV Duisburg. Guten Abend, danke schön. Ferry, ja, Sie heißen eigentlich nicht Ferry, sondern Ferenc. Wie kommt das? Ja, das ist ein ungarischer Name. Den habe ich von meinem Vater bekommen. Der ist in Ungarn geboren und 1956 beim Volksaufstand nach Deutschland über die Grenzen gekommen. Und als letzte Erinnerung an Ungarn habe ich halt den Namen Ferenc. Sie haben Ihren Profi-Einstand ganz früh gegeben, 1981 beim 1. FC Köln, und dann ist es ein bisschen still geworden. Da hat es nicht so ganz hingehauen, dann sind Sie über Wuppertal auch zum MSV gekommen. Warum hat es nicht geklappt? Ja, damals war ich 18 Jahre alt. Ich bin als ganz junger Spieler zum 1. FC Köln gekommen. Der Rinus Michels war zu der Zeit Cheftrainer beim 1. FC Köln. Und im Sturm waren die mit solchen Leuten wie Lid Barsky, Klaus Fischer, Klaus Allofs, Tony Woodcock besetzt. Da hatte ich absolut als junger Spieler absolut keine Chance. Und damals war ich auch noch nicht so stark, wie ich zurzeit bin. Ist ja oft so, dass man sagt, was lange währt, wird endlich gut. Und beim MSV in Duisburg, da sind Sie Publikumsliebling. Das hat man auch am Freitag wieder gesehen, im Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Da gab es tolle Szenen von Ihnen, tolle Flankenläufe. Wir haben ein paar Szenen uns noch herausgesucht aus diesem Spiel. Die Stimmung ist ja riesig im Wiederschreiben. Die Stimmung ist traumhaft. Wenn man solche Bilder sieht, das sind schon italienische Verhältnisse. Absolut erstligareif. Ja. Ferry Schmidt, die Flanke zum 2:0, Michael Struckmann. Ein Riesentor von Stroki. Sieht man gleich nochmal die wunderbare Schuss- und Flankenhaltung, der abgeknickte rechte Fuß. Kann man sowas eigentlich lernen? Ja, das habe ich oft trainiert und trainiere das auch immer noch. Und ich würde sagen, das ist alles Trainingssache. Und natürlich hier dieses Tor von Michael Tönnies. Ein traumhaftes Tor, so ein Tor kann nur der Michael Tönnies schießen. Das ist ein glänzender Fußballer, ein Riesenfußballer. Meiner Meinung nach müsste dieses Tor mit Sicherheit zur Endausschaltung zum Tor des Monats. Ja, das ist eine technische Glanzleistung par excellence. Aber jetzt zeigen wir nochmal, was Sie drauf haben in Sachen Tore schießen aus dem Spiel gegen Havelse aus dem August. Richtig, das war es 2:0 gegen TSV Havelse. Nach langer Verletzungspause habe ich da wieder eine Chance von Herrn Krämer bekommen. Und hier und da mache ich auch meine Tore. Es sind zwar nicht so viel, aber ich hoffe, dass ich diese Saison so auf 12 bis 15 möchte ich schon schaffen. Der MSV liegt also an der Spitze. Das war ja auch in der vergangenen Saison kurz mal so, zumindest hatten sie immer Kontakt zur Spitze in der Hinrunde. Aber in der Rückrunde ging es bergab. Fürchten Sie sowas nicht auch in diesem Jahr wieder? Das glaube ich nicht. Sicher ist es entscheidend, was für eine Vorbereitung wir im Januar haben. Aber die Vorbereitung soll dieses Jahr besser sein. Wir fliegen nach Teneriffa und haben dort sicher bessere Verhältnisse als letztes Jahr in Jugoslawien. Und natürlich ist auch wichtig, dass sich keine Spieler verletzen oder nicht so schwer verletzen, dass sie über Monate ausfallen, wie das letzte Saison zum Beispiel mit meiner Verletzung war. Nimmt man mal vorweg, dass sie es vielleicht schaffen können, den Aufstieg in die erste Liga, dann fragt man sich doch bei Spielern wie Lienen, wie Macherei, wie Wölk, die sind alle schon uralt. Wie will man da bestehen? Auch meiner Meinung nach gibt es eigentlich keine alten und jungen Fußballspieler. Es gibt nur gute und schlechte, und das Beispiel Lienen und Wölk, da kann man nur sagen, diese beiden Spieler, die bringen jede Woche ihre Leistung, konstante Leistungen, und sind für uns im Moment, die sind unverzichtbar. Ja, prima. Herzlichen Dank, Ferry Schmidt, für das kurze Gespräch hier und viel Erfolg dem MSV auch im Pokalspiel in Berlin bei der Hertha am Wochenende. Dankeschön. Tschüss. Im Volleyball, da ist einiges möglich, genauer gesagt beim Mörser SV. Der Bundesligist, Vizemeister der letzten Saison, hat nämlich gestern seinen Trainer Hendrik Kunz entlassen und durch den Co-Trainer Laszlo Buzek ersetzt. Das ist gar nichts Neues. Man kann sagen, mal